Danke dir. Mach's gut, Bushman. Okay, jetzt muss ich Fleisch beschaffen. Wild, Bär, Wölfe. Ganz egal was. Für mich sehen die ziemlich ramponiert aus, Cobb, aber hey, wie du meinst. Und nichts gegen ein bisschen krassen Kommerz. Was war das? Hört ihr das? Ich würde gerne ein paar Fallen ansehen. Hey, Doc, wann sind Sie endlich fertig? Wir sind autorisiert, sofort zu schießen! Wir könnten doch Freunde sein, oder nicht? Okay, Doc, Lieutenant, dass Sie selbst zu Aas werden. Nur Tiere können zu Aas werden, Corporal, Menschen nicht. Sie haben den Perimeter doch gecheckt, oder? Ja, alles okay. Lieutenant O'Brien, Feldnotiz 2006.
Als ich den Landeplatz erreichte, sah ich einen Schwarm Insekten, wahrscheinlich Tavanus atratus oder Diptera, von der Lichtung weit entfernt vom eigentlichen Ziel. Aus der Entfernung konnte ich nicht erkennen, was sie anzog, aber aufgrund der Größe des Schwarms würde ich auf frisches Aas tippen. Sollte irgendwo hier sein. Verdammt, wo ist das? Ah, hier ist es. Es handelt sich tatsächlich um Tavanus atratus. Hier sind viele Bremsen, mein Glück, dass ich den Anzug anhabe. Das Aas ist überwiegend intakt. Das war ein Monocoileus hemionus, ein Maultierhirsch, als ob das jemand überprüfen könnte. Die Streifung der größeren Muskeln weist auf eine Infektion mit Hooligan-Stamm HB hin. Ich nehme eine Probe. Tja, sieh's mal so, du armer Teufel. Die Freaks haben dich nicht erwischt. Hättest du länger gelebt, wärst du auch einer geworden. Das wäre doch mal was. Oh oh. Was willst du? Hau ab! Ich will nur reden. Neuroprotokoll 2-7 besagt eindeutig, dass bei laufenden Operationen in Quarantänezonen beim Antreffen von Zivilisten der Zivilisten keinerlei Kontakt erlaubt ist. Wirklich. Sieht aber aus, als hättest du gerade Kontakt. Ja, das hab ich. Du lebst. Ja, das tue ich. Wie? Wie ist das möglich, also, O'Brien? Ich verstehe nicht. Okay, du warst da, in der Nacht, in Farewell. In der nächsten Nacht brannte das Flüchtlingslager und die Helis. Alle waren tot, abgeschlachtet, zerfetzt, in Stücke gerissen. Okay, hör zu. Entweder auf die sanfte oder die harte Tour. Die sanfte Tour, wir plaudern ein wenig, du gibst mir die Informationen, die ich brauche, und dann buddelst du dich weiter durch Freaker-Scheiße oder was du hier treibst. Die harte Tour. Ich zerreiße dein Astronautenkostüm und wir sehen mal, was deine Freunde dazu sagen, dass du kontaminierte Luft einatmest. Also was darf sein, O'Brien? Ja. Okay. Okay. Damals, auf dem Dach der alten Brauerei, habe ich eine verletzte Frau in deinen Heli gesetzt. Ja. Ich erinnere mich. Eine Stichwunde. Sie war übel zugerichtet. Ich fuhr zum Flüchtlingslager, in das du sie bringen wolltest. Alle waren tot. Also frage ich dich nochmal. Wie hast du überlebt? Wir waren nicht da. Wir wurden umgeleitet zu einem anderen Camp. Wie du sagtest, das Camp in Bernhardt wurde überrannt. Wir sollten nach Süden, in ein Camp am Silver Lake. Gab es Überlebende? Du meinst heute? Ich weiß es nicht. Ich wurde der Forschungseinheit zugeteilt. Hat sie überlebt? Halt! Ich sehe nach. Ich finde es raus. Du hast ein Funkgerät von uns. So hast du... Ich kann nichts versprechen. Aber ich versuch's. Und ich begleite dich. Los, komm schon. Du kennst die Kerle nicht. Die knallen dich ab. Vorher knall ich dich ab. Okay, hör zu, wenn du mich umlegen willst, bitte. Okay? Ich mach nur meinen Job. Diese Frau, deine Ehefrau. Ich gab ihr Sauerstoff, eine Infusion. Hielt sie am Leben. Deshalb habe ich Ärger gekriegt. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht. Ich brachte sie in Feldlazarett. Ich hab sie gerettet. O'Brien, Bericht. Ich muss los. Bitte, du musst hier weg, okay? Du kennst diese Kerle nicht. Du weißt nicht, wo sie imstande sind. Wenn ich nichts von dir höre, egal wie lange es dauert, ich werde dich kriegen. Und dann werde ich dir mehr abreißen als nur eine Antenne. Tut mir leid mit deiner Frau. Aber nicht nur du hast jemanden verloren in dieser Nacht. O'Brien, er lebt. Wie zum Teufel kann das sein? Sie sind Richtung Süden. Er sagte, er gab ihr Sauerstoff und eine Infusion. Hielt sie am Leben. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht, aber er brachte sie ins Feldlazarett.
Er hat sie gerettet, hat er gesagt. Er hat sie gerettet. Sie könnte also noch am... Nein, das kann nicht sein, nein. Aber O'Brien lebt noch. Wenn er noch lebt, dann vielleicht... Hey Bushman, ich hab dich doch gefragt, ob du dich an diesen Nero-Penner O'Brien erinnerst. Ja, Dick, es ist alles etwas verschwommen. Ja, okay, dann schlaf erst mal eine Runde. Ich erzähl's dir später. Hey, halt die Klappe, verdammt! Sorry, hier drin ist die Hölle los. Sie ist Eddie, ist raus, um was zu holen. Ich weiß nicht was. Wann hauen wir denn ab? Dick? Ah, bald, Boozer. Sehr bald. Hör zu. Sobald es deinem Arm besser geht, sehen wir zu, dass wir Land gewinnen. Ja, Dick. Okay. O'Brien. Hörst du mich? O'Brien? Du verfluchter Mistkerl, wenn du dich nicht meldest, dann... Ich weiß, dass du auf dem verdammten Kanal bist! Okay, also wenn du dich nicht bei mir meldest, dann komm ich zu dir! Hast du mich verstanden? Ach Gott, verdammt, jetzt komm schon! O'Brien, melde dich!